Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder und ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr und ich hoffe, ihr seid gut reingekommen und hattet ganz tolle, erholsame, besinnliche Weihnachtsferien. Ja, bei mir ist alles gut gelaufen, ganz entspannt, völlig unspektakulär, friedlich und wunderbar. Und ich habe mir gedacht, wir starten ins neue Jahr mit einem Food Haul, denn mein Kühlschrank muss einfach mal auf den normalen Stand gebracht werden. Also viel Spaß und bis gleich. Ich koche sehr gern asiatisch und ich habe hier diese Wok-Nudeln in meinem Bioladen neu entdeckt. Ich weiß nicht, ob sie da schon länger gestanden haben. Jedenfalls habe ich sie vorher noch nie gesehen und die sind von Nature Company und ich dachte mir, Mensch, so kurze Nudeln, die man einfach in der Pfanne mit Gemüse schwenken kann oder in Mandelmus oder in sonst was für eine Mousse, das ist doch eine klasse Idee und die habe ich sofort mitgenommen. Ich habe auch schon im Kopf, wie ich sie verwenden möchte. Auf jeden Fall konnte ich diese Nudeln nicht stehen lassen und die mussten auf jeden Fall dabei sein. Wenn es draußen kalt ist, esse ich am liebsten Porridge zum Frühstück. Das wärmt mich von innen und bringt mir eine gute Energie. Und Porridge mit Zimt oder mit Äpfeln, mit Früchten und Birne oder Kakis oder anderen Obst mag ich wirklich sehr gerne. Und ich esse mein Porridge am liebsten mit Hirseflocken. So Hirse oder Buchweizen oder Haferflocken. Auf jeden Fall hatte ich keine Hirseflocken mehr. Und das musste ich sofort ändern, denn mein Sohn steht auch richtig auf Hirsebrei. Und ja, Hirse darf bei uns nicht ausgehen. Ansonsten habe ich ein Problem. Und dann Macaroni. Meine Tochter hat sich einen Nudelsalat mit Macaronis gewünscht, weil sie findet momentan diese dicken Nudeln einfach klasse. Und auch ich habe Macaroni als Kind geliebt und jetzt habe ich die von Naturata mitgenommen. Dann können wir die Tomatensauce erfolgreich durch die Nudel ziehen. Macht ja immer Spaß. Ob ich danach noch die Tischdecke drauf lasse auf dem Tisch, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall meinte meine Tochter, Macaroni sind bei diesem Einkauf Pflicht. Und wir haben vor, in nächster Zeit zu backen. Und meine Mutter meinte, wir brauchen auf jeden Fall Marzipan. Und natürlich habe ich Marzipan gekauft. Ich weiß noch nicht, was daraus entsteht. Aber sie meinte, Marzipan ist für das Backen extremst wichtig. Aber ich habe mal Marzipan mitgenommen, weil normalerweise kann man meiner Mutter in Rezeptdingen vertrauen. Jedenfalls bin ich schon sehr gespannt. Und ja, habe dann mal Marzipan mitgenommen. Müslis finde ich auch perfekt, gerade zwischendurch oder auch zum Frühstück. Und ich habe jetzt dieses vegane Müsli hier mitgenommen, was mich sehr angelächelt hat und wo mir die Verkäuferin auch gesagt hat, das sollte ich mal probieren, das schmeckt wirklich gut. Und ja, ich probiere gerne was Neues aus, also habe ich dieses Müsli mitgenommen und bin gespannt, wie das denn schmeckt. Und ich bin ja auch so ein riesen Kohl-Fan. Und gerade hier in Norddeutschland wird wirklich sehr viel Kohl angebaut. Und ich freue mich schon. Ich mache in den nächsten Tagen auf jeden Fall einen Rosenkohlauflauf. Und das Rezept habe ich auch schon im Kopf und das wird bestimmt sehr lecker werden. Viele denken ja, Rosenkohl, okay, brauche ich nicht besonders oft. Aber dieses Gratin schmeckt wirklich sehr gut und ich freue mich schon wirklich. Weil gerade in der Winterzeit ist Rosenkohl doch ein Muss. Und meine Kinder haben gesagt, dass sie diese kleinen Kohlbällchen auch probieren wollen. Und das finde ich toll, weil diese Kohlsorte ist grün und grün ist nicht unbedingt das Lieblingsgemüse meiner Kinder. Und natürlich gibt es im Winter wieder jede Menge Mandarinen, die jetzt einfach auch so lecker schmecken. Ich bin ein großer Mandarinen-Fan, jedenfalls esse ich sie total gerne abends. Abends setze ich immer auf der Couch und pule Mandarinen und ich genieße einfach auch die Zeit, wo es die in Hülle und Fülle gibt. Und auf jeden Fall, Mandarinen mussten auf jeden Fall her. Und wie ihr auch mitbekommen habt, in meinem Weihnachtsmenü finde ich Kakis auch sehr lecker. Und wenn es die richtig reif gibt und sie richtig zuckersüß sind, esse ich sie sehr gerne so als Dessert oder auch im Smoothie. Und ich finde die wirklich lecker, weil die auch wirklich richtig süß schmecken und so richtig sonnig. Und das ist ein Obst, was auch meine Kinder sehr gerne mögen und woraus man viele tolle, leckere Sachen zaubern kann. Ja, ohne Kakis gehe ich momentan nicht aus dem Bioladen. Und frische Kräuter sind für mich ein absolutes Must-Have, wenn es um Kochen geht. Petersilie und Basilikum oder auch frischer Thymian, das finde ich, schmeckt man immer raus und man kann damit tolle Sachen machen. Und deswegen schaue ich immer, dass ich frische Kräuter im Haus habe und diesmal Basilikum auf jeden Fall. Ich hatte jetzt mehrere Tage kein Basilikum und ich habe mir fast jeden Tag gedacht, Mensch, ich habe schon wieder Basilikum vergessen. Also bei mir ein absolutes Basic.
Und als ich in meinem Bioladen in der Gemüseabteilung war, hat mich diese gelbe Beete hier angelacht. Ich dachte, gelbe Beete? Cool. Ich kenne sonst nur rote Beete. Gelbe Beete sehe ich gar nicht so häufig. Und ich dachte mir, sehr gut, bestimmt ein sehr leckeres Wintergemüse probiere ich mal aus und ich bin schon sehr gespannt. Und keine Woche vergeht hier, wo ich nicht Gemüsefonds selber zubereite. Ich finde, das ist eine Top-Grundlage und ich mache ständig Gemüsefonds selbst. Andere lesen Bücher und entspannen sich irgendwie auf der Couch und ich entspanne mich immer beim Gemüsefonds machen. Deswegen dachte ich mir, Lauch und Pastinake ist schon mal ganz gut, damit kann man schon eine Menge anstellen. Auf jeden Fall schaue ich immer, dass ich alle Zutaten für eine Gemüsebrühe zu Hause habe, damit ich auch loslegen kann, wenn ich Lust darauf habe. Und ich stehe momentan sehr auf diese Pilz-Raviolis. Die finde ich einfach sehr gut im Geschmack und die lassen sich einfach perfekt mit einer Sahnesoße oder perfekt mit Tomatensoße essen und zubereiten und die schmecken wirklich sehr gut. Für mich ist es zum Beispiel sehr wichtig, etwas zu Hause zu haben, was ich mir ganz schnell zubereiten kann. Weil oft komme ich nach Hause und habe das Gefühl, ich sterbe vor Hunger. Und dann noch Raviolis machen, das würde meine Geduld übersteigen. Deswegen schaue ich auch immer nach guter Fertigpasta und diese hier schmeckt wirklich gut und ich finde, die Pilze passen perfekt in die Winterzeit. Und ich gebe mir immer große Mühe, wirklich viel rohes Obst und Gemüse zu essen. Und Birnen haben es mir momentan angetan. Ich esse sonst auch sehr viele Äpfel und Bananen und was es da sonst so gibt. Und im Moment brauche ich so eine kleine Abwechslung und finde Birnen wirklich sehr lecker. Ich esse bestimmt am Tag momentan 2 bis 3 Birnen. Und die gibt es bei mir im Bioladen nicht immer. Aber wenn sie denn da sind, sind sie oberlecker. Und diese hier schmecken einfach toll. Und ja, Birnen, ab in die Tüte. Jetzt habe ich meinen Kühlschrank und meine Schränke mit neuen Leckereien gefüllt und mal sehen, was ich mir heute noch so Schönes zubereiten werde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich verabschiede mich ins Wochenende. Wir sehen uns aber wieder am Dienstag. Da gibt es ein neues Video ab 13:30 Uhr. Also bis Dienstag und tschüss!